Es ist Samstag, der 1. März 2014. Ich spreche hier für unser Politikblog, mein Interview mit Frau Dr. Natalia Vitrenko, der Vorsitzenden der Progressiv-Sozialistischen Partei aus der Ukraine. Frau Dr. Vitrenko, wie konnte das passieren, dass diese Proteste in der Form losgebrochen sind, so kurze Zeit nachdem seine Exzellenz, der ukrainische Präsident Herr Janukowitsch, ja erstmal diese Unterzeichnung von diesem Abkommen nur aufgeschoben hat? Wie konnte das passieren so schnell? Dass diese Proteste so schnell losgebrochen sind. Дело в том, что неонацистские боевики готовились на Украине очень давно. Их тренировали, их обучали, они просто ждали часа X. Also die neonazistischen Kampfeinheiten sind in der Ukraine schon seit sehr langer Zeit auf diese Aufgabe vorbereitet worden und haben im Prinzip nur auf den Tag X gewartet. И час X настал, тогда, когда Янукович отказался подписать в Вильнюсе соглашение об ассоциации. Им сказали фас. Und der Tag X, der ist dann, war dann gekommen, als Janukowitsch das Abkommen, das Assoziierungsabkommen in Vilnius nicht unterzeichnet hat. А для того, чтобы это оправдать в общественном сознании, устроили в ночь с 29 на 30 ноября провокацию, когда полиция, Беркут, били мирных граждан. Und um das auf gewisse Art und Weise im Prinzip vor dem Volk zu rechtfertigen, begann man dann vom 29. in der Nacht vom 29. auf den 30. November letzten Jahres damit, dass die Polizeieinheiten der Berkut gegen die Demonstranten vorgegangen ist, gewaltsam. Вот ночью провокация, показала телевидение эти картины ужасные, люди хлынули на Майдан, и уже с 1 декабря начали работать на Майдане боевики. Also die Leute haben das im Fernsehen gesehen und sind dann zu Tausenden auf den Maidan geströmt. Danach haben die Oppositionellen, ein Teil der Oppositionellen, die Rechtsradikalen, trotzdem selbst dann weiter Gewalt angewendet, als die Regierung damit aufgehört hat, als die Regierung nur noch gewaltfrei gegen die Proteste vorgegangen ist. После этого часть оппозиционно настроенного населения продолжала, пыталась продемонстрировать силу, даже после того, как правительство Януковича... После того, как правительство уже было отстранено от власти. Да, да. Дело в том, что когда начались эти столкновения, и европейские чиновники потребовали компромисса, то власть пошла на компромисс. Она отправила правительство в отставку и приняла закон об амнистии, амнистировав всех боевиков. Die Regierung hat sich dann im Prinzip auf Kompromisse eingelassen und die Regierung ist im Prinzip entlassen worden und hat ein Amnestiegesetz angenommen. Но потом 15 января появляется интервью Бжезинского. Und am 15. Januar taucht dann ein Interview von Zbigniew Brzezinski auf. И он дает команду не останавливаться. Und er gibt das Kommando nicht aufzuhören. И 19 января начинается новая атака боевиков уже на улице Грушевского. Und am 19. Januar, новая атака. Begann neue Attacken auf der Gruszewskiej-Straße. Улица Грушевского, да. Brzezinski ist ja bekannt dadurch, dass er der erste Vorsitzende der Trilateralen Kommission war, eines transatlantischen Thinktanks. Wofür steht er heute, für wen, für was für Interessen, was ist ihm da bekannt? Ja,
этой три атлантической там, как это называется, триангель. Какую позицию он сегодня занимает? Збигнев Бзежинский давным-давно занимается Украиной и Россией. Also, er beschäftigt sich schon seit lange mit der Ukraine und Russland. Он идеолог установления нового мирового порядка. Er ist ein Ideologe, der sich damit beschäftigt, in diesem Bereich neue Machtstrukturen aufzubauen. И поэтому он является рупором Соединенных Штатов Америки, вот обеспечивая всю эту идеологию. Deswegen ist er im Prinzip mit dieser Ideologie der Hebel für die Vereinigten Staaten. Но Бзежинский не один, есть еще посол Украины, США в Украине, Пайет, есть еще Виктория Нуланд, есть еще сенатор Маккейн, который вплотную занимались Украиной. Aber genauso gehören dazu der amerikanische Botschafter in der Ukraine Виктория Нуланд und Senator McCain. Посол Украины, США в Украине, Пайет. Пайет, der Botschafter der USA in der Ukraine. Es sind also verschiedene westliche Kräfte. Man kann jetzt nicht bei einer bestimmten westlichen Richtung oder einigen wenigen Thinktanks wahrscheinlich ausmachen, sondern es sind verschiedene. Нельзя сказать, что это западные направления. Наверное, это различные направления. Чего различные? Es scheinen ja dann verschiedene westliche Richtungen zu sein, verschiedene westliche Lobbys oder Machtinteressen. У нас на Украине есть много разных неонацистских организаций, разные. Auf unserem Territorium sehr verschiedene neonazistische Organisationen. Но мы это видим, мы это ощущаем, как ими управляют из единого центра. Aber wir kriegen eben genau mit, wie die gelenkt werden aus einem einheitlichen Zentrum heraus. Управление идет из-за рубежа, из Соединенных Штатов Америки. Die Lenkung dieser Einheit, also dieser Organisation, kommt direkt aus dem Westen, aus den USA. А организации разные. Потом они на Майдане объединились, кстати, в правый сектор. Und auf dem Maidan haben sie sich halt zusammengefunden zum sogenannten rechten Sektor. Jetzt haben wir hier im Westen mehr die friedlichen Demonstranten auf dem Maidan gesehen. Und dann haben ja hinterher dieser rechte Sektor die Oberhand gewonnen. Wie ist die Lage jetzt in der Ukraine, wo ja jetzt wir eine Regierung haben, wo die liberale Vaterlandspartei vertreten ist und Leute von rechts, vom rechten Sektor, von Svoboda. Wie ist da die Lage mit dieser neuen Regierung, also wo sowohl gemäßigt rechte Kräfte als auch rechtsradikale, rechtsextreme Kräfte in der Regierung sind? Западных рейс мы видели мирных демонстрантов, мы видели и радикальных демонстрантов. Сейчас правительство создано, в правительство входят и радикальные элементы, и более конструктивные силы. Как вы оцениваете это правительство на сегодняшний момент? Ну, во-первых, это правительство незаконное, какие бы силы в него ни входили. Nicht auf gesetzlicher Grundlage zustande gekommen, welche Gesetze sie auch immer jetzt verabschieden mag. Они не в конституционный способ поменяли конституцию, и они не имели права формировать такое правительство. Sie haben auf nicht verfassungsmäßigen Wege die gesamte Staatsordnung jetzt verändert. Во-вторых, в правительство вошла основная масса людей неграмотных, которые абсолютно не понимают, как и чем они будут управлять. Und außerdem sind viele Mitglieder der neuen Regierung absolut unerfahrene, ungebildete Leute, die nicht wissen, wie sie mit dieser Macht jetzt umgehen sollen, was sie tun sollen. Три места в правительстве отдано неонацистской партии «Свобода». Also drei Ministerien hat die Svoboda-Partei bekommen. Генеральный прокурор, член партии «Свобода». Der Generalstaatsanwalt ist Chef, ja?
von Бабке. Ну да, генеральный прокурор. Да, Mitglied der Свобода Partei. Совет безопасности – это комендант Майдана и правый сектор. Und der Kommandant des rechten Sektors ist stellvertretender Chef der Innenministeriumseinheit. То есть неонацисты захватили власть? Das heißt, die Neonazis haben die Macht jetzt. Welche Größenordnung hat inzwischen die Verfolgung von Politikern angenommen, von der politischen Linken oder von der Partei der Region? Und welche Größenordnung hat die Verfolgung angenommen von nationalen und anderen Minderheiten in der Ukraine, jetzt wo die Faschisten so einen nicht unerheblichen Teil der Regierung stellen? Он спрашивает, каково сейчас на Украине положение левых партий и других меньшинств, маленьких партий, кроме того, национальных меньшинств, если мы смотрим вопрос с точки зрения преследования. Каково положение сейчас, да, насколько велико преследование? Развернуто преследование всех левых партий, лидеров боевых профсоюзных организаций и национальных меньшинств. Und unter der politischen Verfolgung leiden jetzt alle linken Parteien, die Gewerkschaften und nationale Minderheiten. Уже большой скандал возник в Закарпатье. Это, ну, западная Украина, Закарпатье. Там именно национальные меньшинства почувствовали угрозу. Also in besonders in der Karpatenregion in der Westukraine leiden also jetzt schon unter dieser Verfolgung sehr viele nationale Minderheiten. Das heißt, es richtet sich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, gegen Russen, gegen welche anderen Bevölkerungsgruppen sind die eingestellt? Что, наверное, сейчас преследуются русские. Скажите, какие группы населения сейчас преследуются? Моя дочь младшая ехала в метро, и кто-то заговорил на русском языке. Also meine Tochter, die war in der Metro unterwegs und irgendjemand sprach auf Russisch. Нацисты начали так бесноваться, что все испугались, что они будут избивать этого человека. Und Nazis, die damit im Waggon waren, die fingen also an, sich darüber aufzuregen. А она как раз встретила свою подругу, она разговаривает на русском языке, и моя дочь и та подруга. Ja, und meine Tochter und ihre Freundin sprechen auch nur auf Russisch. Так, они боялись раскрыть рот. И после этого мне дочь сказала: «Мама, я увидела, что такое фашизм». Und deswegen, weil sie gesehen haben, weil sie das gesehen haben, haben sie Angst gehabt, ihren Mund aufzutun und haben dann zu ihrer Mutter gesagt: «Jetzt verstehen wir, was Faschismus ist». Они избивают людей на улице. Они проверяют машины, которые движутся по городу. Они проверяют документы у людей. Они врываются в квартиры. Это ужас. Also sie dringen einfach in Wohnungen ein. Sie schlagen Leute auf offener Straße zusammen. Es ist einfach fürchterlich. Was ist Ihr Konzept, um in der Ukraine die Achtung der Menschenrechte, der Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen? Was tun Sie mit der progressiv-sozialistischen Partei dafür? Ваше представление, как можно сейчас в Украине права человека сохранить, навести демократию с точки зрения вашей партии? Нацистский режим и права человека – это несовместимые вещи. Also ein Nazi-Regime und die Menschenrechte, das sind zwei nicht, es ist kein passendes Paar Schuhe. Почему мы просим помощи от Берлина, от Парижа, от Москвы? Помогите нам освободиться от нацистов. Deswegen wenden wir uns jetzt an die Hauptmächte in Europa und bitten darum, dass man uns hilft, uns vom Faschismus freizumachen wieder. Эту власть нынешнюю признавать нельзя. Diese Macht, die jetzige Macht, die darf man nicht anerkennen. Нужно вводить управление над Украиной. Над Украиной. Как это понимать? Управлять сверху, извне. Man muss
Regierung von oben jetzt erstmal. Эту власть не признать. Also diese, и сказать, все, вот мы, Берлин, Москва, Париж, мы объединились, и мы сейчас будем управлять Украиной. Да, also die jetzige Macht auf keinen Fall anerkennen, aber die wichtigsten Hauptstädte, die wichtigsten Regierungen in Europa müssen sich zusammentun und die müssen die Ereignisse in der Ukraine jetzt bestimmen. Да, разоружить боевиков. Die Entwaffnung der, dieser Kampfeinheiten. Запретить неонацистские партии. Die Neonazi-Parteien verbieten. И дать нам возможность провести демократические выборы. Мы сами сформируем, мы парламент и изберем президента. Und uns die Möglichkeit geben, selbst ein neues Parlament auf freiem Wege zu wählen. Das heißt auf jeden Fall Neuwahlen auch als Zeichen der Versöhnung. Новые выборы – это будет знак объединения, знак примирения. Конечно, безусловно. Это будет стабилизация на Украине, потому что люди смогут сами выдвинуть своих представителей, и там уже какое будет, ну какой будет состав парламента, такой и будет. Das nur auf diesem Wege kommen wir zu einer Stabilisierung der Lage in der Ukraine. Und die Leute, die werden dann auch Macht, главное, чтобы выборы были свободны, демократические. Wichtigste ist, dass diese Wahlen auf in einem freien demokratischen Umfeld stattfinden. Чтобы не под дулами автоматов и не за денежные мешки олигархов. Dass sie nicht stattfinden unter ja, vorgehaltener Pistole, ja, der Oligarchen und unter Einfluss des großen Geldes. Was können wir tun für den Frieden, dass es der neuen, ja nicht verfassungsgemäß an die Macht gekommenen ukrainischen Regierung nicht gelingt, die USA und Russland gegeneinander aufzubringen? Was wir должны сделать для сохранения мира, чтобы украинским сепаратистам не, чтобы они не смогли США и Россию ввести в военный конфликт. Что нам нужно делать? Нужно эту информацию донести до Меркель, до правительства Германии. Нужно, чтобы именно они, имея полномочия, немедленно сели с Путиным, с Оландом решать эти вопросы. Diese ganzen Informationen, die müssen an die deutsche Regierung, an Frau Merkel herangetragen werden, und die müssen sich dann mit Putin zusammensetzen an einen Tisch, um die Situation zu bereinigen. Vielen Dank. Dankeschön.